Und willkommen zurück hier im Jahre 1403 und mit Kingdom Come Deliverance. Wir sind in einem wunderschönen Kloster. Wir sind ein Novize. Wir mussten uns ins Kloster einschleichen, um der Hauptaufgabe weiter zu folgen. Jawohl, Friede sei auch mit dir. Ja, und jetzt müssen wir mal nachsehen, was wir überhaupt als nächstes machen müssen. Ich hoffe, wir können hier auch ein paar Sachen einsammeln. Wir können hier ein bisschen Kräuter sammeln. Das ist schon mal ganz gut. Ringeblumen ist vielleicht auch ganz gut. Oh, Kamille. Sehr schön. Ich weiß auch gar nicht, was wir dann für Aufgaben haben. Also im Kloster an sich. Jetzt nicht hier unser Questlog, sondern im Kloster. Aber im Questlog schauen wir auch mal kurz nach. Die Nadel im Heuhaufen. Im Kloster von Sasau steckt ein Kerl, den ich aufspüren und töten soll. Ja, töten wollen wir ihn ja nicht. Wir wollen ihn ja zum Herrn Ratzig bringen. Aber es soll ja einer dieser Novizen sein. Und wir haben ja schon einige Leute befragt. Antonius haben wir von unserer Suche erzählt. Und auch den Joachim, den haben wir eingeweiht. So, der Joachim, der kann es meiner Meinung nach nicht sein, weil das ist ja der älteste der Novizen. Und es muss ja ein ziemlich neuer Novize sein. Also Joachim kann es meiner Meinung nach schon mal nicht sein. Antonius ist der, der uns herumgeführt hat. Ja, gut, weiß ich nicht. Der hat jetzt auch nicht so reagiert, als wäre er der Schuldige. Wir haben noch einen Lukas, wenn ich mich richtig erinnere. Und einen Konstantin. Den haben wir, glaube ich, noch nichts davon erzählt. Nein. Wir hatten aber schon mit ihnen gesprochen. Lukas will nichts über sich erzählen. Und der Konstantin, der war, glaube ich, der nicht besonders Gläubige. Der so ein bisschen über seine Vergangenheit erzählt hat und ja, wohl angeblich reich war und jetzt ins Kloster gekommen ist. Ja, gut. Okay, also da müssen wir auf jeden Fall mal nachsehen. Und dann hatten wir noch irgendeinen Bruder hier angesprochen, der irgendwas von irgendwelchen Seiten erzählt hat, die aus einem Buch entwendet wurden. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn wir hier ein paar Sachen sammeln. Ob wir die dann überhaupt behalten dürfen? Haben wir denn jetzt überhaupt was im Inventar? Oh, wir haben tatsächlich Sachen in unserem Inventar hier. Ach, das sind die Questgegenstände. Ach ja, und hier ein paar Sachen. Okay, also anscheinend. Ah, und hier ist der Klosteralltag. Können wir das lesen? Ah, sehr cool. An die Novizen. Dieser Zeitplan beschreibt die täglichen Tätigkeiten, denen ihr während eurer ersten Jahre in unserem Kloster nachkommen sollt. Ordnung und Disziplin sind die Grundpfeiler, auf denen der Benediktinerorden fußt. Jegliche Missachtung dieses Zeitplans, folglich versehen mit einem Ausrufezeichen, wird mit Einzelarrest zur Disziplinierung bestraft. Falls ihr innere Einkehr sucht, so könnt ihr euch euren Gebeten und Studien zur Essens- und Schlafenszeit widmen. 3 Uhr morgens ist Tagesbeginn. 4 Uhr morgens ist das Morgengebet, da müssen wir auf jeden Fall da sein. 6 Uhr morgens Gemeinschaftsessen. 8 Uhr morgens, Arbeit in der Werkstatt der Brüder, zugeteilt von Bruder Nevlas. Da müssen wir auf jeden Fall auch dabei sein. 12 Uhr, Arbeit in der Bibliothek, da müssen wir auf jeden Fall auch dabei sein. Beim Nachmittagsgebet um 4 Uhr müssen wir da sein und um 6 Uhr abends ist Vesper und Gemeinschaftsabendmahl. Da müssen wir nicht unbedingt dabei sein. Um 7 Uhr ist Freizeit bis zum Zubettgehen. Und um 9 Uhr Schlafen und nächtliche Ausgangssperre. Gelobt sei Jesus Christus, Pater Demetrius, ist der Prior. Oha, na gut. Das heißt, da können wir dann immer mal nachlesen, was wir wann machen müssen. Heute hatten wir ja noch komplett frei. Um 9 Uhr müssen wir ins Bett. Das heißt, wir müssen uns jetzt eigentlich aufmachen, würde ich denken. Und müssen zu Bett gehen. Denn es ist jetzt die nächtliche Ruhe. Okay, wir schauen nochmal. Wo ging es denn nochmal? Ich glaube, hier lang, oder? Hier war ja... Ja, ich missachte gerade den Tagesplan. Genau, ich suche gerade...
Es war doch irgendwo oben. Ich sehe hier gar nichts. Wo müssen wir denn hin? Wo ist nochmal unser Bett? Ah, nee, das war hier, glaube ich, ne? Ja, hier müssen wir zu Bett gehen. Jetzt aber schnell. So, wo ist unser Bett? Das hier unseres? Ja, das hier ist unseres. Schlafen und speichern. Dann würde ich sagen, speichern wir doch auch gleich mal. Und dann müssen wir um, was, um 3 Uhr aufstehen, oder? Um wie viel Uhr mussten wir aufstehen? Wo mussten wir aufstehen? Muss noch mal nachgucken. Doch, um 3 Uhr morgens ist der Tagesbeginn. Habe ich richtig in Erinnerung? Okay. Gut. Also, dann hat das gepasst. Dann einmal schlafen und speichern. Dann bis um 3 Uhr. Ja. Ist klar. Das ist eine kurze Nacht. Aber gut, wir sind eh noch sehr energiegeladen. Das passt. Wir haben dann nur Hunger. Aber ich hoffe ja. Um 4 Uhr ist, glaube ich, das Gebet. Ich hoffe, wir finden dahin. Wir gehen einfach mal den anderen Novizen danach, oder? Um 4 Uhr müssen wir nämlich unbedingt dort sein. Und danach ist, glaube ich, erst das Frühstück, ne? Nach dem Morgengebet. Das ist ja cool. Da muss man selber drauf achten. So, jetzt haben wir also 3 Uhr. Die anderen schlafen noch. Ich schaue noch mal kurz in unserem Inventar. Ja, naja, gut. Die anderen müssen dann also in 3 Minuten demnach aufstehen. Und wir müssen um 4 Uhr beim Morgengebet sein. Um 6 Uhr ist das Gemeinschaftsessen. Okay. Dann warte ich jetzt mal auf die anderen, in der Hoffnung, dass die aufwachen. Ja, hier ist einer schon auf. Und dann würde ich dem jetzt einfach mal nachlaufen. Weil ich jetzt gar nicht genau weiß, wo wir nochmal zum Gebet hin müssen. Hä, wieso missachte ich meinen Tagesplan? Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. So missachte ich meinen Tagesplan, wenn ich jetzt hier runtergehe. Soll ich den hier oben noch machen? 3 Uhr, ich bin aufgestanden. Okay, sehr komisch. Wo ist dann das Morgengebet? Hier darf ich langlaufen, hier missachte ich meinen Tagesplan nicht. Ich weiß jetzt aber nicht genau, wo die unten sein, oder? Die anderen schlafen noch, das verstehe ich jetzt aber auch nicht. Hier komme ich gar nicht. Oh. Ach, hier kann ich ein Schloss. Oh, hier kann ich ein Schloss knacken, aber ich habe ja keine Dietriche dabei, ne? Okay. Das verstehe ich jetzt allerdings gerade nicht so. Warum kann ich jetzt nicht runtergehen, wenn ich denn zum Morgengebet eigentlich dann muss? Es hat doch geheißen 3 Uhr Tagesbeginn. Haben alle noch? Könnte ich Schlösser knacken? Okay, na da bin ich aber mal gespannt, wie das dann funktioniert. Also ich würde jetzt versuchen, in die Kapelle zu kommen, tatsächlich. In meinen Tagesplan. Doch da irgendwie hinkommen, um zu beten. Wo findet denn das Morgengebet statt? Das nicht hier? Vor allem, warum sind die anderen alle noch nicht wach? Sehe ich was falsch unter 3 Uhr morgens? 3:33 Uhr. Wo sind denn die ganzen anderen Leute?
Tagesbeginn. 4 Uhr morgens, Morgengebet. Wo machen wir denn das Morgengebet? Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Ja. Also ich kann hier auf jeden Fall entlang laufen. Kann mich hier umschauen. Oh, hier kann ich was stehlen. Will ich das? Was gibt's hier zu stehlen? Oh, hier gibt's was zu essen. Ich nehme mir mal Brot. Was ich gleich auch essen werde. Denn wir haben ein bisschen Hunger. Oh, perfekt. Hier noch? Das heißt nicht mehr, ich missachte meinen Tagesplan. Ist ja witzig. Oh, eine Handbuchseite. Keine Sorge. Die Jungen werden sich besinnen, wenn sie mehr über ihn erfahren. Spielen. Wenn es nur zwei oder drei von ihnen glauben, reicht es. Auf Abt Johann! Auf Abt Johann! Aber ich brauche mich nicht waschen. Was ist hier los? Du hast uns gesehen. Also setze dich zu uns oder schwöre uns nicht zu verraten. Du Oha. Willst doch nicht wie Lukas enden, nicht wahr? Nächtliche Gelage. Gut, ich bin dabei. Ich trinke nicht mit euch. Ich gehe oder ich will nicht mit euch trinken, aber ich verspreche, nichts zu sagen. Also ich will jetzt nicht trinken, aber ich verspreche ich nichts zu sagen. Ich will nicht mit euch trinken, aber ich verspreche, ich verrate euch nicht. Die Jugend von heute hat kein Rückgrat. Aber vergiss dein Versprechen nicht. Nur ein Wort und wir machen dir das Leben zur Hölle. Falls du irgendwann doch die Sau rauslassen möchtest, weißt du ja, wo du uns findest. Okay. Gut. Ja, die können ja hier gerne weiter die Sau rauslassen. Ich muss jetzt mal zum Morgengebet irgendwie finden. Ist ja schön, dass wir schon mal eine Handbuchseite hier gefunden haben. Hier können wir auch lauter Schlösser knacken, wenn wir irgendwie an Dietrich hier kommen. Das ist schon mal ganz cool. Hier auch. Okay. So, wo wird jetzt gebetet, bitte? Begib dich. Ah, okay. Für Gebet und Messe in die Kirche. Es wird doch angezeigt. So, und wo muss ich da hin? Habe ich da eine Quest, bitte? Täglich grüßt das Klosterleben. Ja, sehr schön. Wunderbar. Wir nehmen, jawohl, wir nehmen das hier mal weg und machen das hier mit rein. Sehr gut. Da bin ich jetzt aber beruhigt. Das ist aber schon hier, oder? Ja. Ja, ist schon hier. Prior. Muss ich mit dem nochmal reden, oder? Jetzt automatisch nochmal irgendwas machen. Begib dich für Gebet und Messe in die Kirche. Ich heiße Bruder Gregor und bin nun Novize des Sassauer Klosters. Was würde Vater dazu sagen? Ha, ich denke, er würde sich vor Lachen in die Hosen machen. Möge er in Frieden ruhen. Um nicht aufzufallen, muss ich mich wie ein Mönch kleiden, wie ein Mönch sprechen und wie ein Mönch verhalten. Okay, jeder Tag im Kloster beginnt und endet mit dem gemeinsamen Gebet. Gefolgt von einer Messe in der Kirche. Wie es scheint, kann ich mich irgendwie vor dem Beten drücken. Die Messe ist ja auch für alle verpflichtend. Also vor dem Beten kann ich mich irgendwie drücken, okay. Aber die Messe, und die ist ja dann auch erst um 4. Die ist doch jetzt eigentlich, oder? Oha. Bin ich hier falsch? Nee, das muss hier sein, oder? Habe ich denn hier eine Karte? Ich glaube, ich bin doch hier in der Kapelle und in der Kirche, oder? Oh nein, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ah ja, die kommen auch gerade alle an. Ja, also anscheinend bin ich einfach nur überpünktlich. Da kommen sie angetrottet. Na nun aber! Ihr seid zu spät, Leute! Na, ihr seid mir aber fromme Brüder. Und Köter bellt auch irgendwo. Oh je, Köter vermisst uns bestimmt furchtbar.
Kann ich eigentlich auch zu Köter gehen? Wo ist Köter denn eigentlich? Doch, der muss hier irgendwo sein, tatsächlich sogar bei uns. Ist ja witzig, der muss hier irgendwo im Kloster sein. Gut. Irgendwo hinter den Klostermauern bellt er. Oha. Entschuldige bitte, hier war ich gestanden. Also ehrlich. Irgendwo anders hinstellen? Ein Anwesen, das reicht doch, oder? Was tun wir noch? Doch bestimmt irgendwie noch aktivieren, oder? Da. Sich noch mit irgendeinem reden hier. Mönch. Mönch. Kann hier mit keinem reden weiter. Arthur. Ich habe Angst, dass ich was falsch mache. Und irgendwas aktivieren, oder? Keiner achtet auf mich, dass ich hier einfach so ein bisschen herumgucke. Okay, ich bin verunsichert. Da, aber ich weiß nicht, ob das jetzt aktiviert wurde. Aber es heißt ja auch nicht, ich gehe meinem Tagesablauf nicht nach. Also muss das ja so stimmen. Das ist ja seltsam. Muss ich jetzt eine Stunde hier rumstehen? Wir halten gerade eine Messe. Zum Abschluss jault Köter. Warte jetzt einfach mal ab. Ich bin jetzt echt nicht sicher, was ich machen soll. Aber es heißt ja, wir sollen... an der Klostermesse. Das Morgengebet. Ah! Ist das jetzt das Morgengebet, was wir machen? Die Messe? Doch, das ist die doch. 6 Uhr geht das jetzt. Oha. Das ist komisch. Ich mache bestimmt irgendwas verkehrt. Ja, aber wenn sich hier keiner für mich interessiert, ich kann mich hier von Sünden freikaufen. Ach, hier ist Köter, schaut mal. Oh, wir können mit Köter reden. Wir können ihn aber nicht mal füttern. Aber wir können ihn loben. Ein guter Hund bist du. So ist's echt. Prima. Armer Köter. Hier ist ein Meeresschloss. Das Morgengebet. Ach, das hätte ich wahrscheinlich dann in der Kammer machen müssen. Nein, das ist doch hier das Morgengebet, oder? Messe? Ich bin jetzt echt ein wenig verunsichert. Hm.
Doch, begib dich für Gebet und Messe in die Kirche. Ja, okay. Ich weiß zwar nicht, wie wir beten können, dass wir die Zeit irgendwie da überspringen könnten. Das erschließt sich mir leider nicht. Das wäre jetzt halt noch schön, dass ich sagen könnte, ich will beten. Zeit kann ich jetzt auch nicht überspringen, oder? Na gut, wir warten einfach mal. Quatschen? Nicht jetzt, Bruder. Nach der Messe. Oh, Entschuldigung. Okay, gut. Also, wir warten einfach mal. Schauen uns mal die Kirche ein bisschen an. Schaut echt schön aus. Mega cool gemacht. Also dieses Gewölbe auch. Toll. Schon wirklich toll. Beeindruckend. Nur ich bin echt verwirrt, warum ich hier nicht beten kann. Und warum keiner irgendwas zu mir sagt, warum ich hier rumlaufe. Och, Köter, du würdest gerne raus wahrscheinlich, ne? Aber ich bin hier am richtigen Ort. Das ist die Messe, hier ist das A. Seht es selbst. Nur ich kann hier nichts aktivieren. Ich kann nur mit anderen Leuten reden. Gut, also, wir warten. Oh, es tut sich was. Die ersten gehen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ihm hier hinterher. Ah, wir missachten den Tagesplan. Warum? Warum? Ah, okay. Aufgabe begonnen, Speise mit den anderen. Ach, wir müssen einfach tatsächlich hier sein und warten. Das ist ja witzig. Okay. Wie kann ich nochmal langsamer laufen? So. Speise mit den anderen. Also wir laufen jetzt einfach mal den Mönchen hinterher, würde ich sagen. Die wirklich sehr langsam unterwegs sind. Lauf aber doch schon langsam. Das ist schnell. Langsamer? Nee. Ja, wir speisen jetzt auch tatsächlich mit den anderen, denn wir haben Hunger. Können wir hoffentlich auch mal mit irgendjemandem reden. Beim vielen Reden wirst du der Sünde nicht entgehen. Und an anderer Stelle, Tod und Leben stehen in der Macht der Zunge. Denn ach ja, der liest ja immer was vor. Okay, kann ich mich jetzt hier einfach hinsetzen? Irgendwo? Oder habe ich einen zugewiesenen Platz? Ist. Ah, hier. Albernheiten aber, müßiges und zum Gelächter reizendes Geschwätz verbannen und verbieten wir für immer und überall. Wir gestatten nicht, dass der Jünger zu solchen... Sehr witzig. Kann ich hier auch mit jemandem reden? Nee, während des Essens darf man, glaube ich, nicht reden, oder? Oh, wir versuchen es einfach mal. Gregor, reden wir. Ah, doch. Ich möchte dich etwas über das Kloster fragen. Gibt es Zwistigkeiten? Erzähl mir etwas über das Leben hier. Wünschst du dir als neuen Abt? Okay, fragen wir doch einfach mal nach den Zwistigkeiten. Gibt es manchmal Zwistigkeiten unter den Brüdern? Leider ja. Die größten Streitereien drehen sich im Moment um die Wahl des neuen Abtes. Gedanklich sind sie schon dabei, Peters Grab auszuheben. Erzähl mir etwas über die Wahl des Abtes. Der alte Abt liegt praktisch auf dem Sterbebett. Es gibt zwei Anwärter. Die eine Hälfte der Mönche möchte Johann, die andere Hälfte Nevlas als Abt. Und es besteht keine Chance, dass es zu einer Einigung kommt.
aber die dicke Luft hast du vermutlich bereits bemerkt. Erzähl mir von Nevlas. Nevlas, der das Anwesen verwaltet, hat nicht die meiste Erfahrung, aber sein Bestreben und sein Herz sind rein, sein Glaube unerschütterlich und seine Ideen rational. Obwohl er vielleicht zu sehr darauf pocht, Dinge ändern zu wollen. Und das stößt natürlich einigen sauer auf. Erzähl mir von Johann. Johann ist Zirkator und der älteste Bruder hier. Es wäre nur logisch, wenn er den Hirtenstab übernehmen würde. Er hat Erfahrung, Meritum und Gemütsruhe. Er würde das Kloster weise führen. Ich dachte, Politik gehöre nicht zum Klosterleben. Du hast recht. Aber wir kennen nichts anderes und die Entscheidungen des Abtes können unser ganzes Leben beeinflussen. Einige nehmen das sehr persönlich. Weshalb ist es so wichtig, wer gewinnt? Weil die zukünftige Richtung des Klosters auf der Waagschale liegt. Die jüngeren Brüder meinen, sie müssen mehr arbeiten als die Brüder über ihnen und dass sich manche mehr um ihr eigenes Wohl sorgen, als Gott zu ehren. Die älteren Brüder sehen das anders und haben das Gefühl, die Jüngeren wollen nur Privilegien, die sie sich nicht verdient haben. Und jede Seite hat ihren Kandidaten. Okay. Erzähl mir etwas über das Leben hier. Gebete, Arbeit, Gehorsam. Das fasst es gut zusammen. Wen wünschst du dir als neuen Abt? Eindeutig Nevlas. Er ist zwar jung und nicht so erfahren, aber sein Herz und seine Absichten sind rein. Nevlas, den habe ich schon mal gelesen irgendwo oder gehört. Wer war das nochmal? Nevlas habe ich irgendwas gesehen oder gelesen. Gut, können wir noch mit einem anderen reden? Oh, hier, Zirkator Johann. Ich heiße Gregor und bin neu hier. Ich weiß. Ich sah dich bei der Zeremonie. Ich denke, wir werden uns bald wiedersehen. Und oft. Du musst wissen, ich bin ein Zirkator. Was bedeutet das? Ich sorge dafür, dass sich alle an die Regula halten und ihre Arbeit verrichten, damit alles so läuft, wie es soll. Und wenn das einmal nicht der Fall ist? Dann sind wir befugt, Strafen zu erteilen. Aber du bedarfst doch gewiss keiner Maßregelung, oder, Bruder? Gewiss nicht. Ich habe euch des Nachts im Keller trinken und würfeln sehen. Ah, das war der, der auch dabei war. Also das sollten wir ihm jetzt vielleicht nicht unbedingt unterstellen, oder? Das hören ja die anderen auch, oder? Reden wir jetzt nur mit dem und die anderen bekommen das nicht mit. Aber wenn der uns jetzt hier, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass wir die haben trinken sehen, dann können wir da auch besser durch das Klosterleben vielleicht manövrieren. Ich versuche das mal. Ich habe euch das nachts im Keller trinken und würfeln sehen. Du hast also Augen im Kopf. Möchtest du dich nächstes Mal dazugesellen? Melde euch, nein, das machen wir nicht. Aber wollen wir uns dazugesellen, trinken und würfeln? Aktuell eigentlich noch nicht. Danke, aber ich muss ablehnen. Wir sind Mönche, keine Wirtshausgeher. Aber, gehen wir denn nicht trotzdem unseren Pflichten nach? Doch, aber... Du willst uns in unserem Alter keinen Spaß gönnen? Wir beten, wir arbeiten. Und nachts trinken wir. Was ist schon dabei? Eigentlich nichts. Was würde der Abt sagen? Ah. Weiß jetzt nicht. Wir sollen ja eigentlich unsere Tarnung auch nicht unbedingt auffliegen lassen, ne? Was würden der Abt oder der Prior dazu sagen? Wenn du mit dem Gedanken spielst, uns zu verraten, vergiss das lieber schnell. Nein, ich will euch gar nicht verraten. Aber ihr seid Zirkatoren. Ihr sollt hier für Ordnung sorgen. Wie passen Saufgelage und Würfelspiele zu einem Leben in Frömmigkeit? Wenn du es wirklich wissen willst, dann setz dich und erlebe es selbst. Mehr durch sein Leben als durch sein Reden sichtbar. Einsichtigen Jüngern wird er die Gebote. Können wir das vielleicht doch mal machen? Ach komm, machen wir das halt einfach mal. Nun gut, ich setze mich zu euch. Okay, das machen wir dann das nächste Mal. Also wir können uns dann zu ihm setzen. Da können wir noch mit einem Mönch sprechen. Haben wir noch irgendeinen? Das sind alles Mönche. Okay. Reden wir mit ihm hier mal noch? Wer ist das? Was wünschst du, Bruder Gregor?
Ich möchte dich etwas über das Kloster fragen. Okay, das sind alles die gleichen Fragen. Da brauche ich nichts weiter mit besprechen. Na gut, wir haben also mit dem Zirkator gesprochen. Okay, sonst können wir eigentlich mit keinem sprechen. Was ist jetzt, wenn wir aufstehen? Können wir aufstehen? Oh, wir haben eine Lebensmittelvergiftung. Sei vorsichtig, was du isst und trinkst und denk daran, dass Lebensmittel abhängig von ihrer Haltbarkeit mit der Zeit verderben. Was ist jetzt passiert? Ein zäher Bursche. Jeder andere wäre gewiss umgekommen. Was ist passiert? Ich will dir eine Geschichte erzählen. Es war einmal ein kleiner Junge. Er war verloren, elend, hatte keine Zukunft. Er wurde von seinen Freunden zu dummen Taten gedrängt. Doch er war nicht wirklich böse, denn als es hart auf hart kam, floh er, damit er diese Dinge nicht mehr tun musste. Doch seinen früheren Freunden missfiel das sehr und sie wollten ihn strafen. Also hetzten sie ihm einen Hund auf den Hals, der ihn totbeißen sollte. Doch der Junge war nicht dumm und wusste, der Hund würde kommen. Er vergiftete etwas Essen und als der Hund erschien, gab er es ihm. Der Junge hätte nicht gedacht, dass das Biest überleben würde, und plötzlich tat es ihm leid. Daher machte er dem Hund ein Angebot. Aha, das ist Pius, oder? Ich denke, ich verstehe. Doch der Hund würde gerne hören, welches Angebot das wäre. Wie du weißt, sind wir beide Bauern in jemandes Spiel. Sie haben Pläne für uns, aber wir müssen das nicht hinnehmen. Wir könnten all das vergessen und unserer Wege gehen. Ja, ich war ein Bandit. Und ich war in Neuhof. Ich habe geplündert und gestohlen. Aber ich schwöre bei Gott, ich habe niemals Unschuldige ermordet. Was ich in Neuhof sah, ließ mich erkennen, dass mein Leben einen Scheißdreck wert ist und ich das Blatt noch wenden kann. Hier im Kloster hatte ich genug Zeit, über alles nachzusinnen. Doch dann kamst du und hast alles ruiniert. Der Übeltäter wandelt sich und findet zu Gott. Was genau schlägst du nun vor? Wenn wir einander helfen, bekommen wir beide, was wir wollen. Du kannst zu deinen Leuten zurückkehren und ich irgendwo hingehen, wo ich meinen Lebtag in Frieden verbringen kann und man mich nicht umbringen will. Ah, okay, wir haben herausgefunden, wer Pius ist. Ich weiß jetzt aber leider gar nicht, wie der Typ heißt. Okay, Aufgabe fehlgeschlagen. Aufgabe begonnen. Antonius! Antonius ist Pius tatsächlich. Okay, wir hatten auf jeden Fall schon mal recht, dass Joachim kein, ja, nicht Pius sein kann und auch Konstantin, ne? Ah, okay, Also, er will jetzt im Endeffekt, dass wir ihn in Frieden lassen, aber wir müssen ja, einverstanden, gibt es eine andere Möglichkeit? Du hast Missetaten begangen und dafür werde ich dich richten. Gibt es eine andere Möglichkeit? Du könntest einen anderen Novizen töten. Wenn die Kunde über einen Mord nach außen dringt, glauben meine ehemaligen Freunde vielleicht, ich wäre tot. Ich biete dir jedoch eine Lösung an, bei der niemand sterben muss. Bevor wir fliehen, lassen wir es so aussehen, als ob mich jemand getötet hätte. Viel Blut, ein zerfleddertes Stück meines Habits und Fußspuren, die zum Fluss führen. Niemand wird dort nach meiner Leiche suchen. Dort teilen wir uns auf. Du holst deine Belohnung und ich mache mich aus dem Staub. Ja, also so machen wir es. Ich hätte dich zwar gerne zum Herrn Ratzig, glaube ich, gebracht, aber ich will ja niemanden töten. Ne? Und ja, dann machen wir es eben so. Ach, das ist jetzt aber schade, dass es so schnell ging. Aber mit Antonius hatten wir doch gar nicht gesprochen, oder? Hatten wir auch mit Antonius gesprochen und uns schon offenbart? Bin mir gar nicht mehr sicher. Also ich weiß, wir haben mit Joachim, glaube ich, geredet. Nein, Antonius war der, der uns rumgeführt hat. Ja, natürlich. Und mit dem haben wir dann gleich gesprochen und haben gleich uns schon verraten. Ach, dumm gelaufen. Naja, gut. Gut, machen wir es so. Gut, ich bin froh, dass wir trotz unserer anfänglichen Zwietracht zu einer Einigung kommen. Hier, das beruhigt deinen Magen. Nun musst du die Schlüssel des Klosters und etwas Blut für die Spuren beschaffen.
Okay, wozu brauchen wir die Schlüssel? Wo findet man in einem Kloster Blut? Wie soll ich in einem Kloster an Blut kommen? In der Küche findest du ein Pergament mit einer Liste an Zutaten, die sie bestellen. Schreib Blut für Suppe auf die Liste. Und wenn es am nächsten Tag geliefert wird, schnappst du es dir, bevor es jemand mitbekommt. Okay. Wozu brauchen wir die Schlüssel des Klosters? Wie wollen wir sonst entkommen? Das Kloster ist praktisch ein Gefängnis. Ja, nicht logisch. Leicht, die Schlüssel zu besorgen. Ich weiß. Aber der Kellerer ist ein geläuterter Dieb. Bestimmt hat er noch ein paar Dietriche herumliegen. Simpel, wenn du weißt, wie man sie benutzt. Ansonsten bleibt dir nur der harte Weg. Entwende die Schlüssel des Priors. Er hat sie ständig bei sich. Beides schwierig, aber was sein muss, muss sein. Puh, okay, ich glaube, da ist es einfacher. Wir holen noch Dietriche, ne? Und was wirst du tun? Ich muss mich auf eine lange Reise vorbereiten. Vorräte und gewöhnliche Kleidung besorgen und so weiter. Du kannst im Habit fliehen, aber ich muss mich schnell in Luft auflösen. Gut, ich weiß Bescheid und kann mich an die Arbeit machen. Ausgezeichnet. Komm zu mir, sobald du alles hast. Bitte versuch dich zu beeilen. Und Gregor, danke. Okay, also Antonius, der uns rumgeführt hat und den wir natürlich gleich zu Anfang an erzählt haben, was wir vorhaben und wen wir suchen. Ja, okay. Das ist natürlich jetzt wirklich dumm. Was ist denn unsere nächste Aufgabe? Wie viel Uhr haben wir? Wir haben kurz vor 7 und wir müssen in die Werkstatt. Ach, Bruder Nevlas ist der uns zugeteilt hat. Okay, wir müssen in der Werkstatt arbeiten. Wo ist das? Wo müssen wir da hin? Ich glaube, wir folgen ihm einfach mal, oder? Wir missachten den Tagesplan. Ja, wir müssen ja auch erstmal in die Werkstatt kommen. Das war ja... Wir gehen ihm einfach nach, oder? Der muss doch jetzt auch dann da arbeiten. Und haben wir uns jetzt beim... Warum sind wir jetzt verletzt? Warum bluten wir? Hier ist nicht die Werkstatt. Hier. Nein. Sie sollen nicht müßig sein, aber auch nicht durch allzu große Last der Arbeit erdrückt oder sogar fortgetrieben werden. Ach so, wir müssen jetzt hier noch den Tagesplan vollenden mit dem Frühstück. Die Regula Benedicti, Kapitel 5. Wir warten also hier wieder. Können wir noch mit jemand anderem quatschen? Vize Konstantin? Hier ist Bruder Nevlas. Oh, mit dem könnten wir mal reden. Ich bin nur Vize Gregor. Ich weiß. Ich habe dich bei der Zeremonie gesehen. Ich bin Nevlas, der Vorsteher. Ich kümmere mich um den Klosterbesitz und auch um den Handel mit der Außenwelt. Heißt das, du darfst das Klostergelände verlassen? Nein, ich führe nur Listen und schicke sie nach draußen. Gibt es etwas, bei dem ich helfen könnte? Da gibt es tatsächlich etwas. Du weißt vielleicht, dass Abt Peter sehr krank ist. Ich interessiere mich für die Medizin und ich weiß, es gibt ein Heilmittel für die Krankheit des Abtes. Mit deiner Hilfe könnte ich mehr herausfinden und Peter noch einige weitere Jahre bescheren. Was sagst du? Wofür brauchst du mich? Um an das Rezept für dieses Heilmittel zu kommen, müssen einige Regeln gebrochen werden. Die meisten Brüder glauben, eine Krankheit ist eine Nachricht Gottes und wir dürfen seinen Willen nicht missachten. Ich aber glaube, da Gott uns nicht nur Krankheiten schickt, sondern auch Heilmittel, sollten wir die Menschen von ihren Leiden befreien. Das Heilmittel für die Krankheit des Abtes könnte in einem der Bücher unserer Bibliothek verzeichnet sein. Aber es befindet sich unter den verbotenen Büchern, den Libri Prohibiti. Warum sind sie verboten? Weil sie von okkulten und dämonischen Riten berichten, von Hexerei und dem Bösen. So sagt man zumindest. Aber das ist Unsinn. Ich rede hier von einem Buch der Medizin, wenn auch von einem Heiden verfasst. Ibn Sina oder Avicenna ist weithin als weiser Mann anerkannt. Aber irgendwann beschloss jemand, dass sein Buch die Arbeit eines sarazenischen Teufels ist und weggeschlossen gehört. Seitdem darf nicht einmal darüber gesprochen werden. Aber die heiligen drei Könige kamen auch aus dem Osten, nicht wahr? Okay, wo finde ich es? Hast du irgendwelche Ratschläge? Ich bin soweit, ich stehle nicht. Okay, wo finde ich es? Wo finde ich es? In der Bibliothek steht ein großer Schrank mit einem Schloss. Darin befinden sich die verbotenen Schriften.
Den Deckel des gesuchten Buches zieren nicht nur lateinische, sondern auch sarazenische Lettern. Bring es mir, aber fass die anderen Bücher nicht an. Niemandem wird auffallen, wenn nur ein Buch fehlt, aber bei mehreren sieht es schon anders aus. Irgendjemand würde nachforschen und das wollen wir vermeiden. Gibt es etwas, das mir dabei helfen könnte? Ein Schlüssel zum Schrank befindet sich in der Kammer des Priors. Der Bibliothekar hat vielleicht einen weiteren. Oder du besorgst dir Dietrich. Ich wüsste allerdings nicht, wo. Vielleicht kann der Kellerer helfen. Okay, entweder beim Prior, Warum tust du es nicht selbst? Weil mein hohes Amt es nicht zulässt und ich eines Tages selbst Abt werden möchte. Kannst du dir mich vorstellen, in finsterer Nacht auf der Suche nach einem verbotenen Buch? Du könntest doch darum bitten. Glaubst du, das hätte ich nicht versucht? Leider ist Bibliothekar Cyrillus ein störrischer Esel. Hey. Nun gut. Noch etwas. Tagsüber ist immer jemand in der Bibliothek. Damit dich niemand sieht, solltest du nachts hingehen. Sie ist zwar verschlossen, aber du wirst schon einen Weg finden. Es heißt, der Kellerer verstünde sich auf Schlösser. Sag ihm aber nicht, was du dort willst. Wenn du das Buch hast, bring es mir. Ich stelle dann Abt Peters Medizin her. Dann hört der Trubel um die Abtwahl endlich auf. Hey, sehr cool. Kann ich dir helfen, abzuwerden? Nee, weil das wollen wir jetzt aktuell nicht. Wir wollen ja den Trubel um die Abtwahl eigentlich beenden. Okay. Okay, neue Aufgabe. Jetzt schauen wir mal kurz. Also, das hier ist die nächste Aufgabe. Kann ich mir die anzeigen lassen? Was habe ich denn sonst noch? Ach, hier tief im Walde. Okay, dann nehmen wir das erstmal weg und das auch erstmal weg. So, das heißt, wir müssen das hier machen und das hier machen. Cool. Wir müssen eh mit dem Kellerer sprechen. Der kann uns dann bestimmt auch noch ein paar nützliche Dinge wie Dietriche beschaffen. Genau, das machen wir heute Nacht. Das müssen wir natürlich die ganze Zeit über jetzt machen. Und diese Aufgabe. Und dann die verlorenen Seiten wären natürlich auch noch ganz cool. Die finden wir vielleicht, wenn wir des Nachts hier rumstöbern. Ah, das ist ja spannend hier. Cool. Okay. Der Antonius, hallo. Ja, genau, der uns ja vergiftet hat, beinahe. Sehr nett von ihm übrigens. Gut, wir müssen also jetzt erstmal noch abwarten hier. Aber eigentlich ist das ja keine Pflicht hier, ne? Also wir können, eigentlich könnten wir doch jetzt auch schon gehen. Ne? Wir warten lieber noch. Anscheinend gehen die ersten sowieso schon. Also es ist anscheinend sowieso jetzt gleich beendet, das Frühstück. Müssen wir noch mit irgendeinem reden? Wo ist denn eigentlich der... Das ist... Mercator Johann. Mit dem könnten wir auch mal noch quatschen. Aber wo ist denn der Prius eigentlich? Jetzt nichts weiter. Okay, also wo ist denn... Ah, hier ist der Bruder Kellerer. Kann ich mit dem gleich schon sprechen? Was bedrückt dich? Ah, kannst du etwas beschaffen, das man sonst in Klöstern nicht kannst findet? Kannst du etwas beschaffen, das eher ungewöhnlich ist? Nun, was genau brauchst du denn? Ist ja auch schön, dass wir das hier besprechen, wo uns alle zuhören. Ich brauche Dietriche. Dietriche? Und was willst du mit denen anstellen? Ich möchte das Öffnen von Schlössern üben. Ich möchte das Öffnen von Schlössern üben. Nur aus Spaß. Nur aus Spaß? Warum nicht? Du hast gehört, dass ich früher ein Dieb war, oder? Das alles habe ich hinter mir gelassen, als ich den Eid schwor. Aber ich habe noch ein paar Dietriche. Ich tausche sie gegen Essen. Bring mir etwas und du bekommst deine Dietriche. Guter Handel, oder? Ich habe nichts zu essen. Ist ja dumm. Okay, schade. Ich
habe nur ein Gegenmittel und Ringelblumenaufguss. Zählt das als Essen? Ah, nicht alle. Nein. Kann ich da nicht... Oh, schade. Muss ich echt alle nehmen? Hüpfel? Verkaufen? Warum kann ich denn keinen einzelnen nehmen, bitte? Das ist ja mies. Ein Vermögen 0. Dafür so wenig. Was ist, wenn ich das hier wieder wegnehme? Halte ich nur 2? Boah, das ist ja wenig. Für 30 Ringelblumen auf. Ach nein. Das ist die Gesundheit. Ah, sorry Leute, die Anzahl. Okay, ich bekomme hier 2. Und wie viel kann ich dann kaufen? Kann ich dann wenigstens einen Dietrich dafür kaufen? Einer kostet... Boah. Okay, okay. Wir müssen also... Also, das lassen wir erstmal. Gut. Wir müssen also erst was besorgen. Aber wir hatten ja da im Keller was gesehen, was wir eventuell nehmen können. Was ich jetzt auch mal nehmen würde... Einen Ringelblumenaufguss. Den nehmen wir jetzt selber. Denn sind ja irgendwie geschwächt und das rote Blut, das ärgert ein wenig. So, dass wir wieder geheilt werden. Okay, aber wir haben immer noch nicht den. Das sind alles normale Mönche. Hm. Novize Lukas. Na gut. Also anscheinend gibt es hier nicht noch irgendeinen, den... Ah, mit dem kann ich noch reden. Was bedrückt dich? Nein, wir machen das nicht. Ich habe euch nachts im Keller trinken und würfeln sehen. Nö, ist egal, wir gehen ja damit hin. Okay, dann brauchen wir mit dem nicht reden. Gut, dann warten wir jetzt einfach mal ab. Ah, sehr schön, bis wir... zum Arbeiten in die Werkstatt gehen. Melde dich bei Bruder Nevlas. Am Alchemietisch war das da gerade gestanden, ne? Okay. Gut. Das ist... Ah, nein, hier ist ja... Oder doch? Bruder Nevlas, sehr schön, wunderbar. Okay, das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Wir beenden hier erstmal und speichern. Ich gehe mal gleich auf Pause sozusagen. Und dann machen wir da weiter. Ich hoffe, dass wir nicht so schnell jetzt da alles beenden müssen. Dadurch, dass wir jetzt ja unverhofft und ungewollt herausgefunden haben, wer Pius ist. Ja, haben wir ja die nächste Aufgabe schon bekommen. Aber ich möchte eigentlich schon gerne noch ein bisschen mich im Kloster hier aufhalten, mich hier noch ein bisschen umgucken. Und ich hoffe, das können wir machen. Und ich hoffe auch, dass ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei sein werdet. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal also. Und tschuhu!